Danke, dass du dir trotzdem kurz die Zeit nimmst. Erfass das Spiel doch mal für uns kurz zusammen. Ja, das ist schon ein schlechtes Zeichen, wenn ein Innenverteidiger viel rackern muss. Aber das haben wir heute gemerkt. Das Spiel war wie zwei verschiedene Halbzeiten. Erste Halbzeit waren wir unglaublich dominant, haben einen Gegner in die eigene Hälfte drückt, haben viele Torchancen rausgearbeitet, waren im Kombinationsspiel sehr aktiv und genau und passsicher. Und dementsprechend war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis wir das dritte, vierte Tor schießen. Das haben wir aber leider nicht gemacht. Dann kommen wir ein bisschen schläfrig aus der Pause. Die Fohlen haben unglaublich drückt, wollten unbedingt einen Ausgleich, der ihnen dann gelungen ist. Und zum Schluss war es schon vor der roten Karte war das Gefühl, das wäre mal einer weniger. Sie haben drückt und da war man immer giftig in die Zweikämpfe. Wir haben keine zweiten Bälle mehr gewonnen. Im Duell 1 gegen 1 haben wir öfter einen kürzeren gezogen und dementsprechend waren wir froh, dass wir das Spiel nicht mehr verloren haben. Steckt da vielleicht auch noch so ein bisschen die Kraft vom Mittwoch, die in der Champions League draufgegangen ist und bei euch in den Knochen? War das so ein bisschen ein Teil des Problems? Ja, ich denke schon, dass das viele Spieler noch nicht erlebt haben in ihrer Karriere, dass sie so viele Spieler in wenigen Wochen haben und dann auch nur auf dem Niveau. Also ich denke, wir spielen da jedes Mal gegen Weltklasse-Mannschaften. Das haben wir heute wieder gesehen und an das müssen wir uns jetzt gewöhnen. Das ist ein Lernprozess, aber wir haben zweimal jetzt auch unentschieden gespielt und wir lernen draus und dann gewinnen wir auch wieder. Ich hätte natürlich